dass in der Stadt eine ganz andere Energie herrscht als im Wald. Die Fleischbestandteile verrotten im Körper. Das sind vielleicht 2% unserer Komplexität, die wir ausmachen. 2%. Hallo, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf den lieben Stefan. Lieber Stefan, schön, dass du Hallo. wieder da bist. Ich grüße euch und hallo Matthias. Schön wieder hier zu sein. Ist eine Weile her, dass wir uns mal gesprochen haben. Genau. Stimmt. Ja. Stefan, du bist ja Energetiker und auch gerade, wie ich gerade erfahren habe, wärst du fast Heilpraktiker geworden. Warum bist du kein Heilpraktiker geworden? Ja, ich befasse mich schon sehr lange. Also ich komme aus der Ernährungsbranche, habe da auch viele Menschen ausgebildet in der Ernährung, habe dann den Heilpraktiker, das dieses Studium gemacht, komplett bis zum Ende, um zu wissen, wie tickt dieses System der Medizin. Und ich bin jemand, der sich halt nicht unbedingt verbiegen kann, um Fragen zu beantworten, die die Medizin als richtig empfindet, die ich aber persönlich als nicht richtig empfinde, kann ich mich einfach nicht dahinstellen und sagen, ich erzähle Ihnen das, nur damit ich diesen Schein bekomme. Ja, das ging einfach für mich persönlich nicht. Ja, Okay, das und heißt, du hast die Prüfung ja. dann gar nicht erst probiert? Nein, ich habe sie gar nicht erst probiert. Ah, Ich okay. habe sie Aber du erst hast die gelernt. Ausbildung genossen. Ich habe die Ausbildung gemacht, ja, um zu wissen, wie sie ticken. Habe dann auch Kurse belegt, die das Energetische halt betreffen oder das Arbeiten in einem naturmedizinischen Bereich, war für mich eine wundervolle Bereicherung. Ne? Muss aber sagen, die Prüfung wollte ich einfach nicht durchziehen. Ne? Ja, das kann ich verstehen. Also das könnte ich auch nicht. Und es ist ja auch für, ne, die Durchfallrate ist ja extrem hoch und es ist ja auch für Ja. diejenigen, die geprüft werden, auch sehr, sehr stressig. Aber das ist ein anderes Thema. Heute sprechen wir über das Thema Vergiftung, Belastung mit verschiedensten Formen von toxischen Substanzen, aber auch energetisch. Und aus Ja. meiner Sicht ist also der, also ist die zu hohe Belastung mit Giftstoffen auf allen Ebenen, wir sprechen ja nicht nur von der körperlichen Ebene, sondern auch von der geistigen Ebene, ist eigentlich so die Grundursache für Krankheiten, für Depressionen, für alle möglichen Probleme, dafür Genau. nicht in unsere Kraft zu kommen, dafür in Ängsten zu sein. Und das ist einfach das Thema, was wir heute mal behandeln wollen, weil ich das so für so extrem wichtig halte, weil wir ja natürlich in dieser Gesellschaft auch so extremen Belastungen ausgesetzt sind wie noch nie zuvor. Also vor 100 Jahren war das wirklich anders, ne? Ja, das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Also vor 100 Jahren hatten wir eine komplett andere Ernährung. Ja, guck jetzt in die Hallen hinein. Ja, die ganzen Krankheiten und dieser Stress, die daraus folgt, wie die Gesellschaft aufgebaut ist, führt halt zu diesen Traumata, führt halt zu diesen Ängsten. Und daraus entstehen dann die körperlichen Schwächen, weil der Körper nicht mehr in der Lage ist, eine vernünftige Entgiftung aufrechtzuerhalten, weil er ja auch permanent mit Giftstoffen durchdrängt, durchsetzt wird. Und der Körper ist ein wunderbares, tolles Instrument. Also es gibt nichts, was so effektiv eigentlich ist wie der menschliche Körper. Viele andere Sachen an Tierarten sterben schon aus und der Körper von uns ist trotzdem noch in der Lage, das zu verarbeiten. Das finde ich schon faszinierend, also ich persönlich. Ja. Und ganz ehrlich, diese Giftstoffe, die uns permanent belasten, führen uns unterm Strich, ja, in diese ganzen Krankheiten, die es jetzt extrem gibt. Ich Genau, wir rede haben ja von eine Fülle Krebs, an, wenn ja, man sich mal überlegt, Rheumatismus, also ja, nochmal, wenn man sowas. sich mal ältere Menschen anguckt, ne, es gibt ja fast niemanden bei Ja. den älteren Menschen, der nicht täglich irgendwelche chemischen Medikamente nimmt. Ja, Ja, genau. Und früher auch man, nicht ja. gab, ne? Die es früher auch nicht gab. Genau. Also back to the roots, das wäre der richtige Weg. Also es gibt genug Dinge, die in der Natur vorhanden sind, Pflanzen und so weiter und so fort, die in der Lage sind, diese Sachen aufzufangen in einer gewissen Form. Ich würde sagen, nie Schulmedizin weg. Das steht mir nicht zu. Dafür bin ich kein Mediziner. Ja. Aber in einer gewissen Form ist es wichtig. Wenn ich jetzt zum Arzt in der heutigen Zeit gehe, als erstes, was du gefragt wirst, ist, wo ist Ihr Medikamentenplan? Ja, das ist die erste Frage, die überhaupt gestellt wird. Und wenn, also ich gehe ja nicht zum Arzt, sondern ich war vor ein paar Jahren wegen der Heilpraktikerprüfung, musste ich mal zum Arzt. Ja, und da war ich auch schon über 50.
Und da fragte mich die Schwester vorne, wo ist ihr Medikamentenplan? Ich sage, ich habe keinen, ich nehme keine Medikamente. Ja, da wirst du angeguckt wie ein Auto, wie ein Außerirdischer, weil du nichts nimmst, ja, oder nichts brauchst. Ich fühle mich fit. Ja, das liegt aber auch an den ganzen Dingen, die ich halt für mich und meinen Körper tue. Ja. Ja. Lass uns jetzt nochmal zurückgehen zu den Toxinen und zu den Belastungen. Ja. Welche Ebenen sind da wichtig anzuschauen? Also welche Formen der Belastung und der Vergiftung gibt es? An sich ist es so, dass wir alle Ebenen betrachten müssen. Nicht nur die körperliche Ebene, auch die Ebene des Geistes und die Ebene der Metaphysik ist in Betracht zu ziehen, um ein ganzheitliches Abdecken zu erreichen. Das heißt, auf der Körperebene, sag ich mal, was so die schlimmsten Belastungen sind, eigentlich die Fluoride, diese Epiphysenverkalkung hervorrufen, Also Glyphosat. die man zum Beispiel sehr häufig eben in konventionellen Zahncremes findet. Zahncremes sind. Es gibt, glaube ich, zwei Zahncremes, die keiner haben. Also, oder eine, ich weiß es nicht genau. Es ist schon eine Weile dass ich mich damit befasst habe. Aber Fluorid ist ein ganz großes Thema. Ja. Glyphosat ist ein sehr großes Thema, weil jede Nahrung ist an sich, egal ob da Bio draufsteht oder nicht, Glyphosat induziert. Und soweit ich Ja. weiß, gibt es auch keine Person, die nicht Glyphosat im Körper hat. Genau. Und man weiß Das. ja, dass Glyphosat zum Beispiel auch die Darmflora zerstört, ne? Ja, also das Mikrobiom wird vollkommen zerstört. Also es bleibt dann nicht mehr das übrig, was für uns wichtig ist als Mikrobiom. Ja, das bisschen, was da noch da ist, das ist nicht so effektiv für uns wie die extrem feinen Mikrobiome. Da möchte ich mich auch zurücknehmen ein bisschen, die für uns effektiv wären, 100% effektiv wären. Ne? Ja, da gibt es andere Fachmänner, die sich da besser auskennen, auch wenn ich aus der Ernährung komme und da mich auch mal mit auseinandergesetzt habe. Aber wie gesagt, ich gehe mehr jetzt in die Energetik hinein, weil damit öffnest du ein Tor für das andere. Für mich persönlich sehe ich das so, weil wir ja aus Energie bestehen und das bisschen, was uns körperlich als Materie, was wir als Materie sind, das sind vielleicht 2% unserer Komplexität, die wir ausmachen. 2%. Und der Rest ist Energie, die wir auch sind. Das ist schon heftig, wenn ich mir das mal ins Verhältnis setze. Und ich gehe jetzt von 100% als das Maximum aus. Ja. Ja? Wir sind geballte Energie als Materie dargestellt. Und da ist es doch effektiv, sich alles anzugucken und nicht nur das Körperliche. Wenn die Genau. Energiebahnen wieder funktionieren, ja, dann funktioniert auch das Körperliche wieder. Ja, wenn ich an, mir hatten sie mal eine Krankheit, ich sage es mal an die Backe genagelt, die nennt sich Lupus erythematodes. Ja, das ist eine Kollagenose. Die Aussage der Ärzte war, wenn sie die Medikamente nehmen, funktioniert es. Wenn nicht, ja, Lungenlinie irgendwann wahrscheinlich in diese Richtung geht. Ne? Aber wir wissen nicht, warum dieses Medikament dafür funktioniert. Mit solchen Begriffen kann ich nichts anfangen, verstehst du? Dann gehst du auf die Suche und dann fängst du an, über die verschiedenen Ebenen der Kräuter, der Heilpraktiker und der Energetik dann irgendwann selbst in die Heilung zu gehen. Es geht um selbst. Und da heißt es für alle an sich, hebt euren Kopf aus diesem Sessel raus und kümmert euch um euch selbst. Klar. Ja, Ja. das ist das Ziel. So, Ja. gehen wir noch. Ich gehe Dann mal lass uns noch weiter mal in kurz die. zu den ne, Belastungen gehen, Ja, ne, denen wir so genau. ausgesetzt sind. Also die wichtigsten oder schlimmsten Belastungen sind eigentlich das Fluorid, Zahnpasta, das Glyphosat in den Nahrungsmitteln, Phthalate in den Plastikanteilen, die es so gibt. Ja, die haben so eine hormonähnliche Art und deshalb hast du dann eben Probleme im Bereich, wo auch die Hormone gebraucht werden. Für Männer Prostata, für Frauen eben den Uterusbereich. Aluminium als Nervengift, als das stärkste Nervengift schlechthin. Ja. Was ja auch in den, ne, was ja auch aus dem, ne, von oben runterkommt über die Genau, Chemtrails, ja, ne? durch die Chemtrails, genau. Das ist schon sehr heftig. Also, wir werden permanent eigentlich damit zugeballert, muss man einfach so sagen. Ich sage es einfach mal krass. Mikrowellen, ja, ganz stark. Die ganzen G-Sachen, die da auf uns zukommen. Und das Interessante ist, dass das alles an diese
Vergiftungen mit gekoppelt ist. Das heißt, wenn du Mikrowellenstrahlung ausgesetzt bist, fängt der Körper, oder sagen wir eher andersrum, hört der Körper auf, sich zu entgiften. Und deswegen bildet er dann im Körper Depots dieser Gifte. Ja, und es gibt 20.000 verschiedene Gruppen dieser chemischen Gifte, die erforscht alles. Ja. Und dann fängt der Körper an, weil er extrem effizient ist, diese Gifte in den körpereigenen Zellen unterschiedlich einzulagern und zu verteilen, damit sie sich ja nicht begegnen, miteinander reagieren und du innerhalb von kürzester Zeit in der Nulllinie mit dem Zettel am C da liegst. Das muss man so krass sagen. Der Körper ist extrem effizient, ja, in dem Bereich. Diese Entgiftung sozusagen so lange wie möglich zu ertragen. Also diese Vergiftung so lange wie Ja, möglich zu genau. ertragen. Ja. Das macht er schon ganz gut. Ja. Das ist die körperliche Seite. Die metaphysische Seite ist die Seite der Traumata auf der Geistebene, die wir permanent eigentlich, die wir erleben durch dieses Gesellschaftliche, was hier auf uns sehr oft einschlägt. Müsstest du als Eremit in der Gegend rumrennen und keinem begegnen, dann mag es gut gehen. Aber wir sind nun mal auch gesellschaftliche Wesen. Und wir arbeiten miteinander auf einer Ebene. Und wenn die Ebene halt dem Stress ausgesetzt ist, entsteht immer in irgendeiner Form ein Traumata. Und ein Traumata zu entgiften, dann will ich mal ein Bild zeichnen von einer Badewanne. Ja, eine Badewanne ist voll mit Wasser. Nochmal ganz, ganz kurz zurück zu dem Trauma. Also, ne, wir kennen ja eben traumatische Erlebnisse aus der Kindheit, aber Ja. ist ein, ich sag mal, so ein bisschen Stress am Arbeitsplatz zum Beispiel, verursacht das wirklich ein echtes Trauma aus deiner Sicht? Es kommt darauf an, wie lange dieser Stress anhält. Ja? Und was du danach machst. Das musst du dir. Was machen die Menschen in der heutigen Zeit, damit sie sich nicht mehr mit sich selbst beschäftigen können oder wollen, sagen wir mal, oder es müssen? Sie arbeiten 8 Stunden Vollgas oder 12 Stunden Vollgas, ja, und danach rennen sie nach Hause, ziehen sich die Jogging-Schuhe an. Und ersetzen den einen Stress gegen den anderen Stress. Also Stress ist Stress. Verstehst du? Das muss man erstmal festhalten. Jeder Stress ist Stress. Es geht eher darum, den Stress abzubauen, zu entspannen, in die Ruhe zu bekommen, dass sich die Depots wieder laden. Und auch in der Entspannung geht die Entgiftung des Menschen auf dieser Ebene des Geistes erstmal richtig los. Also die Menschen sind nicht mehr in der Lage, mit sich selbst alleine zu sein. Ja? Also ich weiß, wovon ich rede. Ich bin jeden Tag ein paar Stunden im Wald. Ja? Nicht jeden Tag, manchmal klappt es halt nicht, aber sehr oft halt im Wald. Ne? Und man sollte sich in seinem Kalender seinen eigenen Namen reinschreiben. Und das Das ist eine gute Idee. mindestens 3, 4 Stunden am Tag für die Ruhe. Ja Ja, gut, das ist um natürlich, ich dich glaube, das ist für abzubauen. viele, viele Menschen erstmal eine große Hürde, aber es hilft ja schon, Ja. mal mit sagen wir mal, mit 10 Minuten, Viertelstunde mal anzufangen und einfach Ja, mal klar, das eine kannst du nicht mit einmal. gewisse, auch eine kurze Zeit mal wirklich gar nichts zu tun. Also sich nicht abzulenken, sich nicht mit irgendwas zu beschäftigen und, wie du sagst, in die Natur zu gehen, am besten, ne? Das ist auf jeden Fall schon mal super hilfreich, damit das System auch mal runterfahren kann, ne? Weil genauso wie du sagst, erst wenn das System sich entspannt, kann wirklich auch das System sich auch selber regenerieren. Ne? Ja, das ist wirklich so. Beispiel für Stadt. Ja, wenn du in der Stadt nach draußen gehst, dann laufen, ich sehe das so, dann laufen die Energiewellen senkrecht. Ja? Und sprechen nicht miteinander. Das ist eine harte Energiewelle, die da in der Stadt läuft. Das spürt man auch. Ich meine, du bist fühlig, du weißt das, dass in der Stadt eine ganz andere Energie herrscht als im Wald. Ja? Gehst du in die Natur, gehst du im Wald, da sind die Energiewellen waagerecht. Die Bäume sprechen miteinander. Das mag jetzt manchen Leuten verrückt sie angehen. Sie kommunizieren auf einer Ebene, die wir gar nicht mehr verstehen. Ja, und wenn du dich darauf einlässt, kommunizieren sie auch mit dir. Und das Kommunizieren der Bäume oder der Pilze, der Pflanzen miteinander und die Integration von dir in diesen Bereich ist eine Entgiftung.
auf einer hohen Ebene. Ja? An sich müsste jeder Städter rausfahren, jeden Tag, sich einen Baum suchen, das ist sein, der, wo er das Gefühl dazu hat, und dem Ganzen eigentlich mal 3, 4 Stunden umarmen. Damit er den ganzen Klimbim, den er in der Stadt auf die Nase geballert bekommt, wieder wegkriegt. Ja, es ist wirklich so. Ja? Das ist schon eine krasse Nummer, was denn wir Menschen in dem Bereich auch aushalten, bis zu einem bestimmten Grad. Im Moment sind wir an einem Kipppunkt. Das spürt man einfach bei ganz vielen Menschen. Wenn ich mir die Statistiken angucke, wo die Krankenstand, wo der Krankenstand jetzt ist, ja, das ist schon, da schweige ich Ja, lieber ne, drüber. wir beobachten ja auch Dinge, Krankheiten oder so Sachen wie Infarkte, ne, oder Schlaganfälle schon bei wirklich jungen Leuten, ne, was es ja früher Ja. niemals gab, was natürlich Ja. auch mit den Spritzen zusammenhängt. Ja. Aber ne, das heißt, wir Ja, sind da richtig. schon, also das ist schon mittlerweile sehr, sehr extrem einfach geworden, ne, diese. Ja. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also da, wenn du sagst, die Spritzen, was da damit zusammenhängt, dafür gibt es ja Möglichkeiten, um die Entgiftung anzuregen. Das ist ja nicht unbedingt, man muss da nicht bleiben, dass es passiert ist. Wenn man sich entscheidet, dass es, man es rückgängig machen möchte, gibt es Möglichkeiten. Punktum. Körperlich, geistig, wie auch metaphysisch. Das muss ich einfach so sagen. Man muss nur suchen wollen und sich aus dem Sessel erheben. Ja? Ins Tun kommen. Ich sage mal, wenn ich mit meinen Leuten so spreche, ja, im Tun liegt die Erkenntnis. Also, aber in der heutigen Gesellschaft ist es eher so, ja, dass du alles wissen möchtest, bevor du etwas tust. Ja? Und früher war es so, du hast etwas getan und hast dann verstanden, wie es funktioniert. Und dann müssen wir halt wieder hin zurück. Dass wir etwas tun, es klappt 4, 5 Mal nicht. Das ist ja auch okay. Ja? Aber irgendwann erkennst du, wie es am effektivsten ist zu arbeiten. Ja? Ich gebe dir mal so ein schönes Beispiel dazu. Wenn ich jetzt 5 Leute sitzen in einem Raum und unterhalten sich darüber, wie man effektiv diesen Hof kehrt, 5 Stunden lang. Hätte jeder eine Stunde lang gekehrt, wäre der Hof sauber und sie hätten erkannt, wie es effektiv geht. Oder? Unbedingt. Ja, das ist nun mal so. Ja, Ja, das ist nun das mal so. stimmt. Ja. Welche Möglichkeiten gibt es denn? Ne? Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, natürlich, ne, also jetzt mal an euch alle, die ihr zuschaut und zuhört, das ist das Thema Detox oder Vergiftung ist ein Riesenthema. Da könnte man wirklich tagelang darüber ins Detail gehen, aber wir wollen jetzt nur mal die wichtigsten Elemente einfach besprechen. Wie können wir denn jetzt in wirklich, weil auch aus meiner Sicht, aus deiner Sicht ja auch, ist dieses Thema der Vergiftung unserer Systeme, ne? Also auf allen Ebenen, energetisch, körperlich, geistig, ist einfach die größte Herausforderung unserer Zeit. Wie, Ja. was können wir tun, um uns wieder, um diese Giftstoffe wirklich aus unseren Systemen auf allen Ebenen, rauszubekommen? Also auf der körperlichen Ebene geht es erstmal darum, sich ernährungstechnisch so aufzustellen, dass man zu wenig wie möglich Giftstoffe aufnimmt. Das heißt, ich muss dann wirklich schon gucken, wo kriege ich meine Sachen her, baue ich sie lieber selber an und, und. Ja, mag nicht bei jedem gehen, schon gar nicht in der Stadt, ja, aber es gibt Möglichkeiten, in dem Bereich einiges zu tun. Über die Ernährung kommt ja ganz viel, was uns, ich rede jetzt mal zum Beispiel dieses Glyphosat-Problem, was ein sehr großes Thema ist, ja, für die Vergiftung von uns Menschen. Also darum, erstmal ernährungstechnisch sich so aufzustellen, dass es funktioniert. Das ist Genau, also erstmal ne, einfach, was ja. ich ja schon seit Das, mittlerweile was fast du 40, predigst, ist ja okay. Vollkommen. genau, ne, Ja, also ich ja. ernähre mich ja schon seit knapp 40 Jahren eben vegan, vollwertig, Da kann biologisch, ich ne? auch gerne was dazu sagen, wenn du Und möchtest. das ist einfach die, sag ich mal, aus meiner Sicht die Ernährungsform, die uns am wenigsten, wodurch wir am wenigsten Belastung erfahren, ne? Dann muss ich das so vorstellen.
Wenn ich jetzt mal, ich weiß, wir haben sicherlich auch Fleischesser, die da uns zuschauen. Ich esse das auch ab und an, aber es ist extrem selten. Ich bin nun mal Thüringer, also jetzt wisst ihr auch, wo ich herkomme. Ja, und die Thüringer und ihre Bratwurst, aber man muss dann so die Bratwurst den suchen, wo man sie halt holt, sage ich mal einfach so. Und ich esse es wirklich sehr selten. Wirklich. Muss ich das so vorstellen? Wir haben einen Darm, der aus 8 Metern besteht. Ja, so, im Schnitt. Dieser Darm, 8 Meter Darm gehört zu jedem Pflanzenfresser, hat einen sehr langen Darm, weil er die Verdauung ja dementsprechend abarbeitet. Schaut euch einen Fleischfresser an. Der hat einen extrem kurzen Darm. Also was sind wir? Das ist dann die logische Folge. Verstehst du? Wir können beides aus der Notprämisse heraus. Das heißt, wenn wir in einem Notzustand sind, dann sind wir in der Lage, auch Fleisch zu verdauen, damit wir nicht umfallen und tot sind. Klare Sache. Aber wer lebt in Europa, also wie viele Menschen leben in Europa in Not, wenn wir mal ehrlich sein wollen? Ja, dass es das gibt, das stelle ich nicht in Frage. Also nicht, dass es dann für dich wieder Shitstorm gibt, weil ich sowas gesagt habe. Also das stelle ich nicht in Frage. Gibt es zu 100%. Man muss es sich nur anders vorstellen. Ja, man geht mal von denen aus, die uns zuschauen und die nicht in Not leben, sie bräuchten theoretisch kein Fleisch. Weil was passiert, wenn wir Fleisch und Pflanzen zusammen essen? Der Körper verdaut in erster Linie die Pflanzenbestandteile. Ich komme aus der Ernährung. Ja, Pflanzenbestandteile und noch nicht die Fleischbestandteile. Die Fleischbestandteile verrotten im Körper. Ja, deswegen bildet der Darm eine Schleimschicht, eine starke Schleimschicht, damit der im Körper schützt vor dieser Vergiftung. Und man, Verstehst du? man riecht es ja auch, ne? Ja, Also klar. feinfühlig ist und Ja. ne, also ich weiß schon, wenn ich bestimmten Menschen, ich habe eine extrem feine Nase, ne? Es gibt Leute, die sagen, dass ich irgendwie hell riechend bin. Also wenn ich auch Ja. ne, in die Nähe von bestimmten Menschen komme und ich merke, was da so aus dem Mund rauskommt an Geruch, dann weiß ich, was die essen. Ne? Es ist halt einfach so. Ja, Also, um klar. das auch mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ja, richtig. Und demzufolge hast du vollkommen recht, vegane Ernährung ist eigentlich die Ernährung für uns selbst. Und in Notzeiten könnte man dann auch Fleisch zunehmen. Ich gebe zu, ich esse sehr gerne Ziegenkäse, ist ja noch nicht vegan, aber ich esse es nun mal gerne. Also Ovo-Lacto ist okay, für mich persönlich. Und ab und an mal auch über die Stränge schlagen, wo ich dann auch sagen muss, ich merke das die nächsten Tage. Ja, wenn man denn mal eine Bratwurst gegessen hat. Ja, okay. Demzufolge ist eine Ernährungsumstellung gut. Was ich aber jedem empfehle, sucht euch einen Ernährungsberater, der das kann, der mit euch das zusammen macht und nicht mit einmal alles weg, sondern nach und nach. Das empfehle ich immer. Weil wenn du mit einmal alles wegmachst, du jetzt durch das Fleisch, die Wurst, alles und den ganzen Klimbim, der an sich toxisch ist, für unseren Körper weg und nehme nur noch die Pflanzen zu mir und dann geh also die harte Schiene, die Leute fallen alle wieder um, weil Also das bei nicht mir war es nicht funktioniert. so. Ich habe es ja genauso Ja. gemacht, ne? Also Schön, das ist, radikal von ja, einem da bist Tag du auf den aber sehr anderen. hart im Kopf zu Hat dir wunderbar selbst. funktioniert. Ja, aber viele fallen halt wieder um. Ja. Ja, und wenn du Verstehe. das Aber nach und nach umstellst, lass effektiv. uns nicht zu sehr Ja, vom, ist okay. vom Detox-Thema abkommen. Ja, ja. Genau, was können wir aus deiner Sicht tun, um uns wirklich auf allen Ebenen umfassend zu entgiften? Ja, es gibt Möglichkeiten. Körperliche Ebene hatte ich schon gesagt, Ernährungsumstellung. Auf der geistigen Ebene geht es um die Traumata-Bewältigung an sich. Da kann man es über Therapeuten machen. Das ist für mich also auch wichtig, einen Therapeuten da immer an der Hand zu haben, um die Traumata aus sich rauszunehmen. Und auf der metaphysischen Ebene der Vergiftung, ja, da ist es mehr die Angst, die uns beherrscht. Ja, die Angst macht das Energiefeld klein, komprimiert das Ganze und die Angst erzeugt dann wieder den Stress, den wir durch die Gesellschaft sowieso schon bekommen, auf einer hohen Ebene. Genau, und ne, In und das jeder ist Form.
Ein ganz Ja, also. wichtiger Punkt, was du da ansprichst, weil Ja. wenn man wiederum feinfühlig ist, dann fühlt man das, ne? Also, Ja. ne, wenn wir in Angst sind, also wir fühlen förmlich, wie also der Körper diese Stresshormone ausstößt, wie sich alles zusammenzieht, wie sich alles verkrampft, Genau. wie unsere Schwingung Ja. extrem runtergeht. Und das ist wirklich ein extrem belastender Zustand. Und natürlich gesehen ist ja, ne, eine Angst. Also in Gefahrensituationen ist sie ja sehr, sehr Gut. hilfreich, weil sie uns, Ja. ne, weil sie uns hilft, eben uns zu retten oder unseren Körper zu retten, unser Leben zu retten. Aber wenn wir in einer permanenten, immer wiederkehrenden Angst sind, die aber ohne einen wirklich äußeren Grund ist, sondern die einfach zum Beispiel mit Vergangenheitstraumas zu tun hat, Genau. dann ist es etwas, was wirklich extrem toxisch ist. Und deswegen ist dieses Thema Angst oder auch Angstbewältigung oder wieder ins Vertrauen zu kommen, ist auch ein super wichtiges Thema. Ja, wenn du die Angst, da geht es auch wieder mit Therapeuten, klar, also Traumata-Bewältigung, Angstbewältigung geht über Therapeuten. Ich habe auch ein bisschen was gemacht, da können wir nachher noch drüber reden, damit man da das unterstützt und eigentlich ein Niveau entsteht, das den Stress reduziert und dazu durch in die Entspannung führt. Stressreduktion folgt logischerweise Entspannung im Körper und Öffnen deines Torusfeldes. Ja, das Merkaba kann sich effektiv drehen, diese 2,5 Meter um uns und reguliert sich. Und durch dieses effektive Drehen kommst du auch effektiver an deine Traumata heran. Die werden dir gezeigt. Du musst sie dann nur annehmen und nicht, also nicht, ich sag mal, nicht durchdenken und nochmal erleben. Das muss nicht sein. Lass es dir einfach wandeln. Nimm es ins Herz. Öffnest und sag, ich habe dich erkannt, Dankeschön, ich wandle die ganze Chose. Ja, das sind da, den Spruch kann ich jedem mitgeben. Es gibt zwei Möglichkeiten, also zwei Sprüche an sich, um Dinge relativ zügig zu bearbeiten. Danke, ich habe es gesehen, das kann gehen. Dann geht das zu dem, der es wandeln soll, weil es ist ja nicht unbedingt deins, manches. Wir kriegen ja auch oftmals Dinge übergestimmt. Und wenn es deins ist, dann bleibt es ja da. Ich bitte mein Herz, es zu wandeln. Das ist der Grund, warum ich diese Herzquelle entwickelt habe, damit Ja. das funktioniert. Ja. Ja. So. Genau. Und um die Detox auf der metaphysischen Geistebene und körperlich zu unterstützen, da habe ich ja was gemacht, was bei dir ja erhältlich ist. Ja, die Detoxquelle. Damit kommt man eigentlich ganz gut an diese Dinge heran. Ja. Ja. Immer noch, bitte trotz allem, Therapeuten ist wichtig, Ernährungsumstellung ist wichtig. Und alles komprimiert und in Kombination mit körperlichen Ausleitungen, wie bei dir, diesen Sachen. Es gibt da noch andere, die ich ansprechen darf, wie Klinghardt, der auch der Doktor ist, der Hammermann für meine Begriffe, der da viele, viele tolle Erfahrungen hat Ja, und ja. auch wissenschaftlich fundiert darüber sprechen kann, nicht nur so wie ich. Ich komme aus der metaphysischen Ebene und aus der Ebene der Ernährung. Ja, also da gibt es ganz viele Sachen. Ja, genau. Ne? Wir haben zum Beispiel ja auch auf der körperlichen Ebene, ne, Produkte wie das Zeolit zum Beispiel, wie Ja, genau. Folvinsäure, wie Heavy Metal Detox Set und Ja, verschiedenes in der Art, was wirklich auch genau. sehr stark entgiftend wirkt. Wie funktioniert denn die Detox-Quelle, von der du gerade gesprochen hast? Wie funktioniert also Detox-Quelle, die Ursessenz, die wir dafür benutzen? Also, ne, da haben wir ja drüber schon uns sehr lange unterhalten. Was ist die effektivste Art? Ist das Melissenwasser. Das ist die Essenz, weil auf das Melissenwasser hat eine Frequenz von 102 Hertz, Megahertz. In der Aromatherapie ist das eine Frequenz, die hervorragend für entgiftungstechnische Sachen geeignet ist, für meine Begriffe. Alles immer mein Universum, ne? Muss man einfach dazu sagen, ja. Ja. Und Melisse hat aber Eigenschaften. Melisse sorgt dafür, dass du dich in einen Ruhezustand begibst. Ja, sorgt dafür, dass du dich, na, wie soll ich es erklären? Eher so, na, Moment, Wortfindungsstörung, so eine Reizlinderung, genau. Es ist eine Reizlinderung, die vorgenommen wird bei dir und sie hat eine entzündungshemmende Wirkung. Demzufolge ist es auch möglich, dann mit dieser aufgespielten Frequenz, die ich dann wieder alchemistisch natürlich hergestellt habe,
die Entgiftung komplett zu unterstützen. Auf der körperlichen Ebene unterstützend, auf der Geistebene und auf der metaphysischen Ebene eine Unterstützung herbeizuführen. So, das ist so das, was effektiv ist für meine persönliche Meinung. Und ich habe Genau, das das so heißt. bei anderen, bei Freunden probiert, die es gerne machen wollten. Die waren total begeistert. Ja. Ja, das heißt, es ist wirklich in der Lage, auch den Körper darin zu unterstützen, wirklich auch alle Giftstoffe auf allen Ebenen, also in allen drei Ebenen, von denen wir jetzt gesprochen haben, auch aus dem Körper oder aus dem System auch auszuleiten. Ne? Sie lernt, ja, diese Detoxwelle, die lernt. Das ist ein System, was ein lernendes System ist, weil es ja aus der Metaphysik gespeist wird. Und weil es lernt, erkennt es die Thematiken, die ausgeleitet werden dürfen. Und dadurch wird es ausgeleitet. Ja, es lernt einfach. Und es wird körperlich ausgeleitet, wie auch geistig, metaphysisch, in die Metaphysik gebracht, um es zu wandeln. Weil, wie ich am Anfang schon sagte, wir sind 2% Materie. Der Rest ist Energie. Ja, warum soll ich sie nicht benutzen? Ja. Ja, um mich energetisch effektiv. Ja. Du musst dir das so vorstellen, wenn das Merkabas sich effektiv dreht, es gibt es so ein paar unterschiedliche Energiekörper noch, die in uns wirken. Und da gibt es so einen Heilungskörper, der faktisch die Energie, die wir nicht benötigen, nach außen bringt, neue Energie aus der Metaphysik, positive Energie sammelt und wieder hineingibt. Und das ist wie so ein fluktuierendes System, wenn ich nur mal auf den Heilungskörper eingehe. Gibt ja noch mehr. Ja, und dieses fluktuierende System sorgt dafür, dass wir gesund bleiben. Ja, aber bitte alles immer unterstützen. Kannst dich nicht hinlegen und sagen, ich bleibe gesund. Wenn wir so weit kommen, wir kommen wahrscheinlich irgendwann mal dahin, aber wir sind in einer Übergangsphase. Ja, das stimmt, richtig. Ja, Ja. schön. Gibt es noch einen wichtigen Punkt, den wir noch erwähnen sollten? Ich habe, glaube ich, alles soweit nur über das Detoxieren und die Komplexität, die es eigentlich beinhaltet, gesagt. Ja, wir können den ganzen Tag darüber reden, aber ich glaube, dann hört irgendwann mal keiner mehr zu. Ja, okay, Ja. super. Ja, gut, lieber Stefan, dann würde ich Ja. sagen, vielen, vielen Dank für das schöne Gerne. Gespräch mal wieder. Gerne. Und ja, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und alles, alles Liebe und bis bald. Ciao. Ciao, ich danke euch. Ciao.